Im Evangelium vom dritten Sonntag der Osterzeit hören wir von Petrus, der mit ein paar anderen Jüngern Jesu beim Fischen ist. Nach einer erfolglosen Nacht der Arbeit machen diese Jünger eine Ostererfahrung. Sie begegnen mitten in ihrem Alltag dem auferstandenen Jesus. Plötzlich ist er da. Er spricht mit ihnen und er isst sogar mit ihnen. Ostern ereignet sich immer wieder. Davon erzählt Carmen. Gott habe ich im Leben wahrgenommen, weil ich damals zwei Unfälle gehabt habe, hintereinander. Einmal ein Skiunfall, da ist zum Glück nichts Schlimmeres passiert, genauso wie beim Radlunfall. Und ja, da war ich einfach froh, dass halt anderen nichts passiert ist und dass mir selber auch nichts Schlimmeres passiert ist. Und Gott nehme ich auch wahr bei Begräbnissen, da halt Leute von uns gingen, die was bedeutet haben, die einem wichtig sind, nahestehen. Und das Begräbnis ist auch für uns Lebenden wichtig und für mich, weil wir halt da quasi uns von der Person verabschieden und dann so quasi mit der Trauer dann auch besser umgehen können. Genau. Und Gott ist ja sowieso immer da für uns und für mich. Und genauso bei den positiven Ereignissen und Erlebnissen, wie zum Beispiel bei der Erstkommunion, bei der Firmung, später dann mal bei der Heirat. Und ja, und darüber bin ich auch froh.